Hallo Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together und der Kotu hat uns hier schön am Kraterberg rausgelassen und das finde ich sehr, sehr toll. Und er hat noch eine Menge Schutz eingekauft, das finde ich auch nett, brauchen wir zwar nicht so viel, aber gut. Wir müssen uns hier, bevor wir hier weitergehen, erstmal hier etwas holen, da konnten wir das letzte Mal nicht hin, weil wir das letzte Mal, als wir hier waren, noch keine Kaskade hatten. Einmal haben wir hier noch die Steintafel. Das ist jetzt dann, glaube ich, schon die 11. gewesen. Dann haben wir hier den Adamant-Orb und den Weiß-Orb. Und jetzt, wo wir die beiden Dinger haben, können wir zwei ganz bestimmte Pokémon fangen, die etwas mit diesen Orbs zu tun haben. So. Aber erstmal müssen wir hier wieder den ganzen Weg nach oben. Ich bin auch am Überlegen, ob ich vielleicht einen der beiden, die ich jetzt gleich fange, noch ins Team zu holen. Schutz wirkt nicht mehr. Und hier braucht man den Schutz nicht mehr. Ist eine Zeit lang nicht so wirklich. Wobei, ich hau ihn trotzdem rein. Haben ja genug davon. So. Dann gehen wir nochmal hoch zur Speersäule. Eigentlich vorne. IT ist vorne. Ich brauche aber Chris vorne. So. Die Speersäule. Huch. Gar nicht da. Oder Moment, kann es sein, dass ich dafür vielleicht noch was machen muss? Ah, ja. Ich glaube, ich muss dafür noch etwas machen. Moment mal, kann ich hier schaufeln? Nee, hier leider nicht. Und fliegen kann ich jetzt leider auch nicht. Wisst ihr was? Ich mache das ganz, ganz kurz offscreen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und ja, ich war mal ganz, ganz kurz in Elysis. Ups. Und hab mal ganz kurz mit der Dorfältesten dort gesprochen. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Hier haben wir nämlich jetzt eine kleine Zeitspalte. Und ja, ich will hier aber jetzt erstmal speichern, bevor ich das Viech aus Versehen umbringe. Ich will den nämlich fangen. Auf der anderen Seite der Spalte, an einem bizarren, fantastischen Ort, siehst du Dialga. Möchtest du Dialga herausfordern? Ich liebe diese Musik. Hallo Dialga. So. Mein erstes Ziel ist es, das Viech zu paralysieren. Ladungsschluss und Funksprung haben beide eine 30%ige Chance. Oh, und der kommt hier gleich mal mit seinem Signature-Move an. Ist fraglich, ob ich den überlebe. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Ja, okay. Dann... Ich glaube, eine Aurasphäre von Nick steckt der weg. Probieren wir es einfach mal. Müssen wir halt so schwächen. So, der muss sich wieder auf.
aufladen. Okay, mit Turbo Tempo können wir den weiterschwächen. Weil das trifft ihn ja nicht effektiv. Okay, Halbblockade. Das ist nicht weiter schlimm. Ich will den erstmal in den roten Bereich bringen. Die Frage ist, ob er das überlebt, der gute Nick. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Da fährt Dialga einen zu brutalen Spezialangriff. Okay, probieren wir es doch einfach mal. Ja, ich werfe hier Superbälle, weil die Viecher relativ einfach zu fangen sind. Und ich mag Superbälle. Das trifft uns zwar nicht effektiv, aber sollte Wendigo trotzdem einiges an Schaden machen, wäre er nicht unbedingt die beste Spezialverteidigung. Volltreffer. Ich könnte eigentlich nochmal versuchen, ihn einmal noch zu schwächen. Samenbomben würden schon nicht killen. Aber die Erdkräfte killen uns. Okay. Noch irgendwas, was eine Attacke hat, die schwach genug ist, dass es die Alga nicht killt. Damit. Und damit ist Neo auch tot. Zeitenlärm überlebt er nicht. Zeitenlärm überlebt hier niemand in unserem Team. Unser ganzes Team ist ein bisschen zu offensiv gebaut dafür. Komm schon, bleib einfach im Ball drin. Ja, heute ist aber zickig. Ja, der eigentlich eine relativ hohe Fangrate für ein legendäres Pokémon. Zehnmal so hoch wie die von Giratina oder von Turbutz. Gut, ich werfe hier aber auch nur mit Superbällen rum und der macht schon wieder einen Zeitenlärm. Yay. Superman auch tot, der überlebt das nämlich auch definitiv nicht. Komm schon. Bleib einfach da drin. Ja, geht doch. Wieso nicht gleich so? So. Dann haben wir jetzt unser Dialga. Ein legendäres Pokémon aus der Sinnoh-Region. Schlägt das Herz von Dialga, läuft die Zeit normal. Wollen wir dem einen Spitznamen geben? Eigentlich nicht. Wenn ich einen von denen noch ins Team aufnehme, dann lasse ich mir noch einen Spitznamen für die einfallen. Bald strömt ein überwältigendes Gefühl von Zeit aus. Ja, gut. Wir müssen einmal ganz kurz die Sperrsäule verlassen und wieder reingehen. Dann ist nämlich jetzt die andere Spalte da. Aber bevor wir da jetzt hingehen, ja. Ich muss hier erstmal ein bisschen was wiederbeleben und so.
Supern auch noch. So, dann das Ganze noch mit Kumu-Milch vollheilen. Gegen Palkia haben wir nämlich schon wesentlich bessere Chancen, irgendwas zu überleben, weil Palkias Signature-Move ist ein bisschen schwächer als der von Dialga. Dafür ist der allerdings auch insgesamt ein bisschen besser, weil er keine Aufladerunde dran hat. Okay. Dann hoffen wir einfach mal, dass Chris diesmal den ersten Schlag überlebt. Dann speichern wir hier nochmal ganz kurz. Und wenn wir nach Palkia noch Zeit haben, dann mal schauen, vielleicht hole ich dann noch den Platinum-Orb für Giratina. Ich mache das am besten auch mal so. Auf der anderen Seite der Spalte, an einem bizarren, fantastischen Ort, siehst du Palkia. Möchtest du Palkia herausfordern? Ein wildes Palkia erscheint. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Schlitzer machst du hier nicht allzu viel. Vielleicht können wir ihn ja paralysieren. Das war ein Crit. Daran klappt es heute nicht. Aber er ist wenigstens schön geschwächt. Ja, er hat eine Doppelresistenz gegen Feuer und Wasser. Mit Feuer und Wasser kann ich ihn also nochmal ganz genau schwächen. Aber jetzt machen wir hier erstmal eine Finster-Aura. Das war ein Volltreffer. Also Palkia will uns irgendwie nur wegschlitzen. Erdkräfte, okay, damit ist sein Blick jetzt zumindest schon mal weg. Weil das überlebt er nicht. Palkias Spezialangriff ist ja genauso brutal wie der von Dialga. Ja. Ab hier müssen sich sowieso nur noch Bälle werfen. Oh, da kommt der Raumschlag. Dass er den überlebt. Ja, das dachte ich mir. Ich könnte es ja versuchen, mit einem Surfer oder einer Kaskade nochmal zu schwächen, aber das ist mir eigentlich gerade ein bisschen zu riskant, weil der hat schon wirklich sehr wenig KP gerade. Ja, okay. Palkia war wesentlich kooperativer als Dialga. Okay. Ein legendäres Pokémon aus der Sinnoh-Region. Mit dem Atem von Palkia wird das Universum stabiler. Du kriegst auch erstmal keinen Spitznamen. Mal schauen. Wenn wir ihn ins Team aufnehmen, dann gebe ich ihm vielleicht noch einen. So. Und weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, holen wir uns noch den Platinum-Orb. Wendigo, bring uns mal hier raus.
Was zum Fliegen. Ich ablegen, ich wollte bewegen. Jetzt würde ich gerne mal die beiden anschauen erstmal. Was haben wir denn hier? Frohes Wesen für Dialga, das ist eher unvorteilhaft. Und Solo auf Palkia auch nicht unbedingt das Beste. Solo ist, glaube ich, plus Angriff minus Verteidigung, also gut. Der Spezialangriff von dem Viech ist trotzdem noch verdammt hoch. Bei Dialga ist es verringerter Spezialangriff und erhöhte Init. Nicht unbedingt das Beste. Für einen Dialga zumindest. So, ich lasse den White hier mal ganz kurz da. Wir haben eh keine Wild Encounter in der einen Höhle, wenn ich einen Schutz drin habe, also Pokémon fangen tun wir da auch keine. Das einzige Pokémon, das ich dort fangen wollen würde, das haben wir schon gefangen. Und zwar beim ersten Besuch in der Zerrwelt. Das war unser kleines Tienchen, der 40 Minuten lang nicht in den Ball rein wollte. So. Fio, du fliegst uns jetzt einfach mal nach Schleier, bitte. So. Dann sind wir hier jetzt in der Höhle der Umkehr. Nach 3 Säulen aufwarten zum 30 nicht überschreiten. Ja, was heißt das? Wir müssen 3 Säulen finden und wir dürfen dabei nicht mehr als 30 Räume durchschreiten. Und das Ganze hier ist auch ziemlich random. Immer noch keine einzige Säule. Schutz wirkt nicht mehr. Immer noch keine. Okay. Wieder keine. Ah, wir haben zumindest schon mal die erste. 1 und wir sind schon im 7. Raum, okay. Zweite Säule, 9. Raum. Okay. Und dann haben wir die 3. Säule, sehr schön. Haben wir es schon geschafft. 13. Raum, okay. Dann sind wir jetzt hier. Kriegen wir einen Steinknochen. Das Item, das man hier kriegt, das ist jedes Mal anders, je nachdem, wie viele Räume man benötigt hat, um hierher zu kommen. Und hier haben wir ein kleines Portal zur Zerrwelt. Hier waren wir ja schon mal. Wenn
das hier nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von der Zerrwelt ist. Aber auch ein Ausschnitt, an dem wir schon mal waren. Nämlich, also wir waren hier schon einmal. Denn wenn ihr euch erinnert, also das Item war das letzte Mal zwar nicht hier, aber wegen dem sind wir gerade hier. Der Platinum Orb. Aber wer sich erinnert, hier an dieser Stelle hier haben wir Giratina gefangen. So, aber mehr gibt es hier auch schon gar nicht mehr zu holen. Wir sind hier nur wegen dem Platinum Orb. Ein guter Schutz kann mir hier egal sein, in der Zerrwelt gibt es keine Pokémon. Und dann sind wir jetzt wieder in der Höhle der Umkehr. Wenn wir jetzt einen Raum weitergehen, dann kommen wir wieder hierher. Zum Anfang. So, da müssen wir mal ganz kurz überlegen, was haben wir denn noch zu tun? Wir könnten rein theoretisch noch Heatran vor allem im Kahlberg fangen. Was können wir noch machen? Wir haben da hinten noch eine Route. Die Route 224 könnten wir noch machen. Ich lasse den Koto einfach mal direkt davor raus und dann schauen wir einfach mal weiter. Gewohnt, dass Pokémon bewegen an der ersten Stelle steht. So. Haben wir eigentlich noch einen Schutz drin? Gut, dann haben wir jetzt wieder einen. Straße aus, kommen wir da hin. So. Hier war das doch irgendwo, ne? Drin auflockern fast gebrauchen. Soll ich es noch schnell holen? Dann haben wir ein Pokémon weniger im Team. Das ist das Einzige, was mich dran hindern würde. Aber gut. Lassen wir den Koto das einfach machen. Da ist nämlich unser fünfter Partner-Trainer, Charlie. Aber das macht jetzt der Koto im nächsten Part. Das heißt, macht euch auf eine kleine Irrwanderung im Nebel mit Koto zusammen mit einem Partnertrainer gefasst und erwartet nicht, dass er allzu weit kommt. Aber gut, ich lasse mich ja gerne überraschen. Vielleicht ist sein Orientierungssinn in den letzten Monaten ja ein bisschen besser geworden. Mal schauen. Ich lasse mich selber überraschen. Wir sehen uns in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.